Hallo meine Freunde der Kirbys und willkommen zurück zu Let's Play Lego Jurassic World mit dem Len 16 und den Drachenbuschen. Außerdem heute noch mit dem Adrian, der gegrüßt wird. Und dem Joshua. Bist du dir Schuhe? Ein Schuhe. Ein Joshua. Sogar zwei Schuhe. Hi, hi. Wirklich. Judeski. Das ist eine Falle. Ich bin fertig. Sie haben uns eine Falle gestellt. Das ist eine Falle. Ich bin fertig mit dem Spiel. Es ist eine Falle. Guck mal, Anakin. Ja, Anakin. Ah, jetzt sind die beiden des anderen zum. Das meine ich. Aber jetzt glaube ich, wird am Ende sehr viel übersprungen vom Film. Weil das ist, glaube ich, noch nicht so am Ende eigentlich, das hier, der Teil. Der kommt eigentlich relativ am Anfang. Hier ist es nicht sicher. Also nicht relativ, aber. So in der Mitte. Ich bin mit dem Spiel so fertig. Das ist gerade eben die Raptoren, die haben dich fertig gemacht, oder? Ja. Das eskaliert es komplett, der Lego-Humor. Eric! Amanda! Ah, jetzt haben wir ja jemand anderen mit dabei. Alan. Halt. Alan. Ich schleich mich vorbei und lenke dann irgendwie ab. Alan und Eric. Jetzt haben wir Eric wenigstens dabei. Ja. Manche Charaktere, wie zum Beispiel Eric, können sich dann in so einen Dinosaurier vorbeischleichen. Also, wow. Wow. Tarnmantel. Da kann Harry Potter einpacken. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ja, und das Bessere ist auf jeden Fall als der Ring. Haha, da bin ich wieder. Sieht aber echt cool aus, der Typ. Ach man, oh. Ah, wir sind sogar. Ne, wir sind noch nicht ganz da. Wo bist du überhaupt? Ich komme nicht rüber, ich kann mich nicht tarnen. Ich Schade. Muss warten, bis du mich rübergeleitet. Ich baue gerade irgendwas. Oh ja, ein Chicken-Mobil. Ein nee. Hotdog-Mobil! Oh ja. Oh Gott, die Wurst sich bewegt, oh man. Das Spiel macht mich gerade fertig. Ziemlich fertig. Also, jetzt eskaliert langsam komplett hier, das Spiel. Nein, wir brauchen Bartmann. Nein, 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 nein. Bartmann. Ja, Paul heißt er, ich weiß. Hier kannst du aber schneiden. Ich schneide nicht. Es kommt alles ungeschnitten. Alles ungeschnitten hier. Alles ungeschnitten und zensiert, Sie müssen das an diesen Baum anbringen. Muss ich das? Okay. Zieh. Ich hab die ganze Zeit schon gedrückt. Es hat bloß 10.000 Jahre gebraucht, bis es angefangen hat. Ich hab also einen Raptor an der Tür gerade. An meiner Hot Tür. Okay. Ein Raptor oder eine Katze? Das ist bestimmt der Raptor. Oh. Der hat echt gerade zweimal gekratzt. Echt? Ja. Ich hab's nicht gehört. Hört man wahrscheinlich auch nicht im Video. Oh, ich bin da mal weg. Endlich haben wir wieder einen kleinen Charakter dabei. Ich finde einen Weg für sie nach oben. Eric! Danke, Eric. Über die Schlucht komme ich nicht drüber. Schade. Da musst du mir wohl hochhelfen, ne? Lässt sich vermutlich Eric. Nicht vermeiden. Woo! Alan. Ab sofort reden wir uns nur noch mit Eric und Alan an. Schnell! Eric! Aaron! Aaron? Aaron. Aaron Hunt. Ich hab's mit dem Namen nicht so, du merkst es. Alan! Erich! Erich! Ja, ist doch so. Ja, ja. Alain! Wir brauchen hier einen Venociraptor. Nein, ein Dilophosaurus. Ja. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Hey, der Tarnmantel ist echt cool. Ja. Aber haben durchaus ziemlich viele Fähigkeiten eigentlich eingebaut in das Spiel. Also es ist viele. Oh Mann ey. Ja, ich ddachte, das wäre wieder was, wo man nur wild drehen muss, deswegen hatte ich da gar nicht. Ja, dachte ich auch im ersten Moment. Um ehrlich zu sein. Tja. Oh. Jetzt sind hier aber die harten Geschütze aufgefahren. Ja, aber wie man weiß, hat der Velociraptor natürlich einen Blitzableiter und deswegen überlebt er das. Natürlich. Lässt er einfach abblitzen. Wow. Boah, hoffentlich können wir mit dem Fahrzeug mal rumfahren. Okay, er ist weg. Ach, ist er das, Eric? Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Oh. Da müssen wir jemandem helfen. Er ist krank.
Wir können ihn nicht hier lassen. Die bist du da rübergekommen? Ich bin unten durchgelaufen. Mann. Ich meine natürlich, ich bin einfach gut, Lin. Ja. Ist ganz gut. Das wolltest du hören, oder? Mhm. Aber ich habe hier eine Kurbel. Ich glaube, da kommt es. Du bist jetzt noch besser, wenn du kurbeln tust. Ja, ja. Für dich kurbel ich doch immer, lieber Lin. Oh ja. So, einmal aufkurbeln. Ja, vielleicht sollten wir es wieder zumachen, dann kommt der Velociraptor nicht durch. Nee, zumachen ist nicht. Einmal offen, immer offen. Wir leben hier im Zirkus. Offener Lebensstil. Ja, genau. Ja, nee, ich meinte hier wegen den Türen. Wobei, die haben ja auch so Wohnwagen, deswegen haben sie eigentlich auch richtige Türen. Na egal. Wohnen nicht nur Zelten. Vielleicht leben wir im Mittelalter, wo wir in einer Belagerung gerade sind und nur in Zelten wohnen. Was das jetzt alles mit Jurassic World zu tun hat, ich glaube, wir schweifen ab. Es ist auch in der Vergangenheit. Es ist in der Vergangenheit, ja. Nicht ganz so weit wie Jurassic World, aber... Ja. Wobei Jurassic World spielt auch noch in der Zukunft, ne? Es spielt in der zukünftigen Vergangenheit. Genauso wie Star Wars. Denn da war es mal vor einer sehr, sehr langen Zeit. Ja, vor langer Zeit. Nein, sehr vor langer Zeit, ja. In einer weit, weit entfernten Galaxie. Zweimal vor langer Zeit in der weit, weit entfernten Galaxie. So, ab in die Gib mir Chips. Was brauchst du Chips? Oh, was krieg ich? Wir können Ratten fangen. Ich bin der Rattenfänger. Jawohl, ich hab einen Snack. Der Rattenfänger von Erik. Für den König! Wo muss ich denn... Ah, ich muss es dem Tier bringen, oder? Nein. Nein, ich muss... Ich bin irritiert, eigentlich müssten wir es dem Tier bringen, ja, aber da ist nichts drüber über ihm. Normalerweise müssten da diese Symbole über ihm aufleuchten. Wir müssen ihn... Ach, das heißt, wir können ihn gar nicht retten, weil wir nicht in seinem Scheißhaufen nachschauen können, was er genau, hat. Was er eigentlich hat. Außer ich kann natürlich jetzt, aber ich glaube, ich habe zwar so ein Ding über der Nase drüber, aber ich glaube, ich kann da trotzdem nicht rein, oder? Doch. Doch, ha, doch, wegen dem Ding über der Nase. Ah. Ja, der gar nicht so unpraktisch, der Typ. Der kann auch ganz schön viel. Der ist gut drauf, Alter. Dafür, dass er vor 2 Wochen hier auf der Insel gestrandet ist. Waren es nicht 4? Oder 4. Also er war schon eine Weile da, auf jeden Fall. Ja. So, einmal Banane. War der Len wieder schneller. Ja, jetzt suchen wir nur noch die Karotte. Elendiger. Hey. Ganz ruhig hier. Oben können wir drauf schießen, aber wir können beide nicht schießen. Karotte brauchen wir. Ah, da kannst du graben. Nein, kann ich nicht. Es ist ein Scheißhaufen. Oh, es ist nicht ein Scheißhaufen. Okay. Whatever. Sah aus wie ein Scheißhaufen. Ja, natürlich. Meine natürlich, Karotte. Len. Karotte, Karotte. Karotte, Karotte. Eine Karotte für den Len. Karotte, Karotte. Karotte, Karotte. Jetzt zu spielen wird auch cool. Yes. Und Len spielt ihn instant. Oh. Dann muss man schnell sein. Oh yeah. Ein grüner Raptor, der hupen kann. Der hupen kann. Ja. Der hat. Sein Schweif schaut sehr cool aus. Der hat harte Nüsse. Ja. Ah komm, ich kann einfach nur dastehen und dann kann ich alle kaputt boxen. Ich glaube, du musst das Ding kaputt machen. Oder, oder Dinos kloppen, geht natürlich auch. Aber wahrscheinlich eher das. Ich kann gar nicht in Rage-Modus gehen. Das ist der Rage-Modus. Ja. Minikit. Das ist nur Minikit. Ja, ich kann mich gerade nicht bewegen. Das Tor ist übrigens plötzlich wieder zu. Die Dinos haben das Tor wieder hinter sich zugemacht. So, jetzt kommt der Boss in den Kampf. So, und einmal. Oh, verdammt. Da will er den Lenn. Da will er den Lenn. Aufgeschossen. He's not. Wird, glaube ich, wurde ein kurzer Kampf. Ja. Zieht er sich schon zurück? Ja. Das war echt knapp. Hihihihi. Los, steck es gleich hinter diesem Loch. So, Minikit geholt. 1 von 10. Da haben wir uns auch richtig angestellt hier. Bin mal gespannt, diese Blitzfähigkeit lernen wir wahrscheinlich erst im vierten Teil. Aber echt wenige Münzen bis jetzt. Das Level noch so lang? Wir sind halb durch. Ich will da durchrollen. Nein! Ich kann nicht mit. Ach komm. Ich hab doch gedrückt, wo der X stand. Menno. Gemein. So geht das. Da fehlt echt noch viel beim dritten Teil. Wundert mich jetzt irgendwie. So, mit gewissen Flugviechern fehlt da vor allem was. Du kannst hier in einem Scheißhaufen graben, ne? Könnte das Geräusch aufhören, Geräusche zu machen?
Ich könnte das? Ich könnte das? Nein, dahinter, hinter dem Baum ist ein Scheißhaufen. Was? Ja. Wo? Da, den hab ich gleich. Da? Nee. Doch. Ach nee, es ist zum Gießen. Das ist zum Gießen. Okay. Deswegen. Es knatscht irgendwie so ein bisschen hier. Ja, so. Das ist beim irgendwie... Beim linken Ohr. Ja, bei mir auch. Das sind die Pflöcke. Jetzt hat's aufgehört. Oh, Gott sei Dank. Oh, ist da viel Schmarrn drin. Ja. Man hört es ganz entfernt, hört man immer noch knatschen, aber nur sehr leise. Das ist eine Grab. Diese Pflöcke. Ich grab mal ein bisschen. Grab. Was gräbt er denn aus? Oh ja, ich baue eine Putze. Ah ne, es ist ein... Eine Vogelscheuche. Ah, deswegen kommt ein neuer Erdhaufen. Natürlich, da entstehen neue Erdhaufen, wenn man Vogelscheuchen baut. Ja. Da kriegt man jetzt bestimmt irgendwann Minikit. Links ist noch eine Vogelscheuche, die ich noch nicht kaputt gemacht habe. Falls du sie kaputt machen wirst. Schon erledigt. Willst. Aber was bringt das uns außer Münzen? Ah, ein Minikit. Aber wundert mich, dass nicht 1 von 3 kam. Normalerweise kommt immer 1 von 3. Da vorne ist auch noch ein Minikit. Wie kommen wir darüber? Wo? Da, drüben. Da kommen wir von der Seite rüber, oder? Warte mal. Mit dem Boot? Wir haben kein Boot. Ja, aber später. Weißt du, wir haben später hier ein Boot? Ja. Ah, das, ich weiß, glaube ich, wie wir da hinkommen. Andersrum. Nee, ich weiß schon, wie wir da hinkommen. Ich weiß es. Baumstämme. Nee, wenn wir das Ding da ausgraben hier wahrscheinlich, kommen wir da irgendwie hin. Welches Ding? Das hier, wenn wir das, Gärtnern. Wenn wir Gärtnern. Gärtnern. Das ist so meine starke Vermutung. Aha. Ach, über die Seerosenblätter kann man laufen. Sehr schön. Tut. Ja, das ist das. Das war das Ziel unserer Reise. Das ist nämlich das Fahrzeug von ihm, wo sich versteckt hat. Teddy! Vielen Dank, Eric. Waschmaschine. Sie wissen, wer ich bin? Ja. Deine Eltern sind hier. Sie suchen dich. Sie sind Alan Grant. Was machen Sie denn hier? Deine Eltern haben mich eingeladen, mitzufliegen. Vorsichtig damit. T-Rex. Es verscheucht einige von den Kleinen, aber es lockt einen super Großen an mit einer Flosse. Hören Sie. Conti. Jetzt hat er auch noch die Flasche. Ja. Der wird ja OP. Oh ja, aber vielleicht sollte ich erst speichern, bevor ich es kaputt mache. Ja. Nicht so übel, aber im Rudel sieht das ganz anders aus. Wobei kann man das... Zum Glück haben sie Angst vor dem T-Rex. Einfach den Geruch nicht. Ich glaube auch, dass ich den Geruch nicht mögen würde von dem T-Rex, Pipi. Kommt drauf an, wie alt. Ich glaube nicht, dass frisches T-Rex Pipi unbedingt besser schmeckt als altes T-Rex. Schmeckt? Ich habe nie was von Trinken gesagt, Alter. Warte mal, ich habe ja die... Ah, warte mal, wenn ich das gedrückt habe... Ey! Weg mit euch, ja genau. Halte, um zu zielen. Ah, okay. Da können wir diese Viecher auch, weil wir noch mal überlegt hatten, wie wir die Viecher loswerden. Das habe ich mir schon gedacht. Direkt nachdem er es gesagt hat. Clever. Warte mal, kann ich dann vielleicht auch da oben das da aktivieren, wenn ich hier was... Ja, das geht auch. Oh mein Gott. Nee, der ist echt praktisch. Der kann echt viel. Mhm. Auch einer von den Charakteren, den man wahrscheinlich immer dabei haben wird später. In späteren Leveln. Ja. Jetzt gibt's auch Münzen. 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 Aha, ja, ein bisschen rumstochen. Okay, jawoll. Da ist es aufgeschnitten. Natürlich. Alles geplant gewesen, oder? Mhm. Würde ich jetzt auch behaupten. Würde ich jetzt auch behaupten. Chaos ist etwas, das man mit einberechnen muss. Natürlich. Oh, come on! Das Chaos ist etwas, was man mit einberechnen muss. Halt die Klappe. Aber kannst du hier nicht hoch? Nein, Abenteurer. Ich bin kein Abenteurer. Also wenn einer Abenteurer ist, dann müsste es doch eigentlich Alan Grant sein, oder? Ja, aber zählt nicht. Er hat wohl die meisten Abenteuer von allen erlebt. Ja, aber zählt nicht. Jawohl. Der andere ist auch ganz gut dabei, der Mathematiker. Und das ist noch eine Tausender-Münze, die hole ich mal eben. Der Eierdieb ist übrigens der Abenteurer hier, ne? Ja. Ist auch witzig, dass der Abenteurer ist und nicht Alan. Ne. Er hat eine Kamera. Er hat eine Kamera. Das qualifiziert einen zum Abenteurer, oder? Ja. Ah, okay. Sind wir nicht alle ein bisschen Abenteurer? Ah, viele Chompies. Kann ich die auch mit Dino-Pissen bewerfen? Na, probier's halt. Na, ich tue es erstmal meine anderen Freunde hier bewerfen.
das ist echt super, wie das funktioniert. Bin und ja ich grabe. Positiv grabe, überrascht, was sie sich hier alles grabe einfallen lassen haben. Wie kommen wir denn da hoch? So. Na, aber da hinten. Achso. Da kommen wir wieder runter. Da rutschen wir dann runter, ja klar. Ja. Nach einer anstrengenden Verfolgungsjagd irgendwann wieder. Ich vermisse aber echt noch ein großes Level, aber das wird wahrscheinlich dann das letzte sein. Also eine Sache. Eine Sache? Eine Sache in dem Spiel vermisse ich noch, ja. Ah, ja, du kannst hier durchklettern. Jo. Dann kannst du da. Achso, da können wir dann hoch, ja. Warte, ich bin auf dem Weg. Ich verziehe mich schon durch gewisse. Ja. Oh, da kommen wir ja ganz woanders raus. Oh, ich höre den Velociraptor, da muss ich mich dann vorbeischleichen. Aber er hat seinen Tarnanzug nicht mehr dabei, oder? Verdammt. Ah, doch, hat er immer noch. Warum sollte er seinen Tarnanzug nicht mehr dabei haben? Ah, der sieht mich gar nicht. Der ist ein bisschen doof. Ah, ne, ich kann gar nicht raus aus dem Tarnmodus. Doch, der sieht mich anscheinend doch, wenn ich nicht im Tarnmodus wäre. Ja. Er würde dich riechen. Er würde mich riechen, ja. Weil er dich ja so nicht riecht. Ja. Yay! Er weiß ja nicht, was mit was der Tarnanzug da eingerieben ist. Ja. Dinge, die man auch gar nicht wissen will eigentlich, oder? Nee. Wahrscheinlich auch mit T-Rex-Pisse oder so. Natürlich. T-Rex und Brontosaurus gemischt. Ja. Gibt bestimmt ein schönes Parfüm. Mhm. Das dann wirklich ohne Toilette. Genau, das ist im zweiten Mal ein Gedanke. Das ist dann wirklich ein Toilettenwasser, ja, wenn man Dino-Pisse an sich trägt. Ohne Toilette. Das ist ja schön. Yeah. So ein schöner war ja lange nicht mehr. Ja, sehr. Ein Highlight. Entschuldigung, ich komm schon. So. Soll ich da mal. Ich warte. Au! Da müssen wir rübergleiten. Wir haben aber keinen Gleiterhans, haben wir nicht dabei. Ich weiß. Dafür können wir wieder in die Kacke springen. Oh, da ist ein Chompy! Dabei habe ich sogar einige zerlegt gehabt. Aber anscheinend nicht genügend. Es hat nicht gereicht, denn. Bau mir eine Leiter. Wenn wir eine Leiter gebaut haben, bekommt er eine Leiter gebaut. Jawohl. Eine Leiter für den Len. Eine Leiter mit zwei Sprossen. Oder auch ein paar mehr. Leiter mit zwei Sprossen. Ist da ein Scheißhaufen, den du untersuchen kannst? Habe ich schon untersucht. Ach so. Damit habe ich die Leiter dir gebaut. Oh, wir sind gleich wahre Überlebende. Du hast mir eine Leiter aus Scheiße gebaut. Sei mal lieber dankbarer. Oh, müssen wir da jetzt runterspringen? Ne, wir müssen erstmal die Typen hier nochmal mit Pisse bewerfen. Verpisst euch! Bekommt eine ganz neue Bedeutung. Ja. Und jetzt bauen wir ein Fernglas. Da ist ein Boot. Ja, da ist ein Boot. Direkt unten am Ufer. Scheint unbeschädigt. Hören Sie? Was? Der Satellitentelefon. Oh oh. Alarm. Mom! Nein! Da hat jemand nicht aufgepasst im Film. Dad! Mom! Eric! Eric! Ellen! Amanda! das Satellitentelefon ist doch im Bilder zurück. Dass wir hier sind. Das Telefon, dieser blöde Jingle, ich hab's gehört. Ich hab's nicht. Nish hatte es zuletzt. Er muss es gehabt haben, als er. Der Moment der Erkenntnis. Hallo. Wieso? Ah, wie genial. Ich bin. Oh mein Gott. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das war Level 4? Ja. Müsste 4 gewesen sein. Vor allem, es kommt eigentlich noch eine richtig große Passagen, aber. Naja, das haben sie wirklich aufs Ende verstorben. Das letzte Level sollte ein Highlight werden, glaube ich. Zumindest was die Gegner angeht. Könnte das ziemlich cool werden. Ich bin so fertig mit diesem Spiel. Ellen ist völlig fertig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Minikit haben wir. Ja, immerhin 2, 3, 4. Ja, besser als nix. Ja. Eric Kirby haben wir außerdem Eric in der Verkleidung. Mark Degler. Mark Degler. Ellie Degler. Oh. Charlie Degler. Wer auch immer das alles ist. Ellie Degler hat die Haare schön. Jägertransport. Ja, das Transport R würde vielleicht noch besser passen, aber. Damit können wir uns mal zufrieden geben. Damit wird ein Jägertransport. Ah ja. Genau, Level abgeschlossen. Scheiß auf Endungen. Nee, Endungen werden überbewertet.
Hui, was sind wir denn überhaupt? Am Zaun. Ah, Gott, ja, stimmt. Wir sind an der Mauer. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Ja, da kannst du lange, lange. Ich glaube, da kannst du lange schreien, das bringt nicht. Ja, wir müssen aber da nicht lang. Oder? Da sind wir, glaube ich, schon durchgekommen gerade. Hi. Als wir vor dem anderen. Charlie Degler. Wir sind, glaube ich, eigentlich vor dem gerade geflohen, vor dem. Ja. Vor dem Herrn Dino. Ja. Und da sind wir durch dieses Stück, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Was ist denn hier? Ein goldener Stein ist hier. Was? Aber geh noch nicht rein. Goldener Stein. Ich kann ja auch noch gar nicht da rein. Ach so, weißt du nicht? Nee. Dann müssen wir uns noch frei. Ah, okay. Also müssen wir da überhaupt rein? Ja, ja, doch. Ja, da müssen wir rein. Das ist die nächste Quest auf jeden Fall. Ja, die nächste Quest. Unsere nächste Queste. Feste in die nächste Queste. Haben wir sicher schon 4 gemacht? Hm? Haben wir sicher schon 4 gemacht? 4 was? Missionen. Ich bin mir nicht von sicher. Jurassic Park 3. Ich glaub schon, dass es 4 waren. Ja, müssten schon 4 gewesen, aber mal. Ich mach kurz was. Will kurz einen. Nein, nicht wechseln. Doofkopf. Will kurz mal hier bisschen Fahr-Action und so. Fahr-Action. Ach, da gibt's nämlich. Oh, die Amanda macht keine Geräusche mehr, weil Eric da ist. Oh mein Gott! Len ist so dankbar in diesem, für diesen Moment. Oh Gott, ist das hier. Alan! Das ist hier platztechnisch echt super, durch den Wald zu fahren. Ich hätte mir vielleicht ein Motorrad holen sollen. Ja. Aber das Gute ist, man sieht immer perfekt, wo das nächste Ziel ist. Das war bei dem anderen Rennen immer so ein bisschen das Problem, dass ich nicht gesehen habe, wo ich hin musste. Oh nein, Amanda macht doch noch Geräusche. Len hat sich so gefreut. Ich hab mich gefreut. Jetzt sind es halt für Geräusche der Freude, weil sie ihn gefunden hat. Ja. Das muss sie jetzt wieder rausposaunen. Posaunen ist gut. Oh Gott. Das ist hier echt Offroad. Und immer noch nicht zu Ende. Ja, ist echt lang hier. Ja. Ich schau dir begeistert zu. Ja, es ist Wahnsinn hier, wie ich hier Offroad schon wieder abgehe. Und da ist das auch schon. Mit 15 Sekunden. Und damit haben wir das nächste Rennen auch schon wieder geschafft. 3 von 20. Yay! Aber ich komme mal mit dem Auto zu dir. Ach komm, wirklich. Oh, Alan. Ja, egal, machen wir es so. Ich muss mal weiter. Amanda. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier eine kurze Pause. Sehen uns im nächsten Part. Dann wieder mit Amanda. Okay. Und möge. Was möchte möge denn mit euch sein? Möge Eric mit euch sein. Servus! Der Part von LEGO Jurassic World ist leider schon vorbei. Zum nächsten Video kommst du, wenn du auf das bereits laufende obere Video klickst. Und wenn dich auch die LEGO Sets interessieren zu LEGO Jurassic World, dann solltest du auf das untere Video klicken. Dort kommst du nämlich zu meinen LEGO Set Reviews. Natürlich würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo dalässt, dann wirst du in Zukunft auch kein Video mehr von mir verpassen. Außerdem kannst du natürlich auch mal auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus oder Instagram Seite vorbeischauen. Dort bekommst du immer die neuesten Informationen zu meinem Kanal. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir jetzt wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!